Peace and Justice gesagt. Herzlich willkommen. Dieser Midnight Figure Feature Star Wars Folge 519. Ja, eine Woche war jetzt Pause, aber Los Amigos Con war ja, weißt du, da war ich noch ein bisschen auf Masters-Sachen und noch andere Sachen schneiden, vorbereiten. Schönes Wetter war, ich schwitze jetzt schon wieder und es ist morgens kurz vor neun. Dachte ich mir, ich zeige euch jetzt mal heute wieder was, damit das heute Nachmittag, also jetzt, dann auch noch ankommt. Und zwar haben wir hier die 219 der Vintage Collection aus The Mandalorian, ne, den Deathwatch Mandalorian. Deathwatch, dem einen oder anderen bekannt wahrscheinlich aus The Clone Wars, zum Beispiel, ne, Bo-Katan, Kreis, sag ich immer, Kreis oder so, ich weiß gar nicht, wie das richtig ausgesprochen wird, habe ich letztens wieder mich kaputt gelacht, irgendwo war da was, aber ich bin mir gar nicht mehr sicher. Jetzt gucke ich hier gerade, was hier passiert ist, war das schon immer so mit der Farbe? Merkwürdig, weißt du, zwei Wochen keine hier Reviews gemacht, hat sich alles verändert. So. Ja, den finde ich eigentlich auch ganz geil, wollte ich auch haben, ne? Haben sie auch jetzt noch, ich glaube, Haufen, ne, den gar nicht, den habe ich ja bei Müller gekauft. Aber für 19 Euro relativ teuer, finde ich halt, ne? Aber Ahsokas zum Beispiel und Bo-Katans gibt es in Masse noch bei Smith Toys. Würde ich aber ein bisschen warten, weil es kann sein, dass die noch günstiger werden. Ne, der ist ja auch bei, doch, der ist ja nämlich doch bei und die Bo-Katan habe ich mir jetzt geholt, nämlich für 12 Euro, weil die runtergesetzt war. Und ich gehe davon aus, bei der Masse, die die da hängen haben, geht der Deathwatch Mando und die Ahsoka, die werden auch noch runtergehen. Ja, was haben wir hier hinten noch? Hier haben wir noch Figuren drauf, den Bib Fortuna, ja, die Ahsoka, Bo-Katan, Yoda. Den Yoda zum Beispiel habe ich noch gar nicht gesehen jetzt auf der Vintage Collection Karte. Ja, den Quill, Fennec Shand, ja, die brauche ich auch nochmal doppelt. Ja, und hier den Deathwatch Mando halt und noch ein Clone Trooper hier, ne? Aber den Deathwatch, ich packe den jetzt natürlich aus, sonst würde ich euch das hier nicht zeigen, obwohl ich habe euch auch schon eingepackte gezeigt, ne? Ja, so ist das halt. Den kriege ich aber bestimmt auch noch mal. Ja, da fehlt mir jetzt immer noch, die gibt es dann gar nicht, ne? Die weibliche Mando-Freundin, ich weiß wieder nicht, wie sie heißt. Die auf jeden Fall von dieser Wrestlerin da hier, Banks, Dingsbums da gespielt wird. Ja, ein bisschen muss ich hier noch. Die ist ja jetzt auch mal unten offen halt, ne? Ich weiß nicht, damit die Weichmacher besser atmen können oder so. Keine Ahnung. Ich habe das schon so weit jetzt. Komm. Muss ich jetzt echt noch bis zur Kante hier wieder schneiden. Es geht wieder los, ne? Eine Woche nicht gemeckert. Da kann man ja mal wieder. Ach, jetzt ist er hier unter dem Dienst gegangen. Kommen Sie raus hier. So. Da haben wir den Blister, ne? Zwei Blaster dabei halt. Ich sehe schon hinten das Jetpack und so weiter. Schön. Hier haben wir natürlich wieder ein... seismische Bombenröhren hat dazu. Ja, ich find die geil. Ich meine, Mando ist ja eh schon. Man fand ja früher schon Boba Fett-Figuren hier. Was gab's denn da noch? Nee, doch, den Pre-Whistler. Nee, Pre-Whistler gab's den auch mal. Ich komme jetzt gar nicht mehr auf den ganzen. Ich habe da noch so verschiedene. Irgendwann mache ich mal, zeige ich mal alles, was ich so an Mando-Figuren habe. Ne? So, jetzt kommen erstmal wieder die ultra kleinen, feinen Waffen hier raus. Ich mache die jetzt raus und. Dem geneigten Dauerzuschauer, der wird wissen, was gleich kommt, die Nahaufnahme halt, ne, und im Kreis drehen und so weiter. Und alle neuen, ja, das ist halt so, ich packe erst aus, dann stelle ich es hin, dann könnt ihr im Kreis sehen und dann gehen wir nah ran und so weiter. Ich komme mal raus in die Woche. Boah, das ist ein guter Klumpen, ne. Mal gucken, wie der steht, der fühlt sich aber ganz schön. Die Beine fühlen sich so leicht an, oh ja. Das ist ein Wackelkandidat, kann ich euch jetzt schon sagen. Der ist hier. Stell dich doch mal richtig hin. Also der hat. Ich guck schon mal an einem Stand. So geht das. Klar ist der schwer oben, ne, wegen dem Jetpack und so weiter. Weil der zieht den ja natürlich runter. Ne? Aber sieht geil aus. Ja, schade mit dem Kopf, ne? Also ist kein abnehmbarer Helm. Also der Helm ist wahrscheinlich abnehmbar. Ich lasse das mal. Der hat auch diesen Knochen dabei halt, ne, dass der Kopf so ein bisschen am Hals bewegt werden kann und so weiter. Das hier. Ja, dann komm, gehen wir mal an den Deathwatch Mando Herren ran und schauen uns den mal, ja, in der Nähe an. Ja, da haben wir den Rabauken jetzt. Komm, wir fangen mal mit der Weapons an. Weil die ja wieder so groß sind. Das hier, ey. Boah, die werden auch immer kleiner irgendwie, ne?
das war ein. Aber der Griff ist hier bemalt. Ich hoffe, man kann es irgendwie sehen. Boah, das ist so mini. Ne? Das ist aber schon ganz cool. Ja, super geile kleine Waffe. Ah, ich glaube, so eine ähnliche hat die Bo-Katan die nicht auch gehabt. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Hat die nicht zwei von diesen kleinen gehabt? Irgendeine Figur hatte die. Ja, der finde ich geil. Der ist ja schon fast wie ein wie so ein Boba Fett Blaster, ne? Ich bin nur mal gespannt gleich, wie ich den in der Hand kriegen soll, weil das ja hier wieder geschlossen ist. Ich kann es ja einfach mal direkt ausprobieren, ne? Der muss ja irgendwie durch. Hier ist auch wieder, was geht's? Guck mal hier, oh, die Finger sind sehr weich. Brechen natürlich dann wahrscheinlich auch umso schneller ab, wenn man damit spielt. Aber das ist halt hier der Triggerfinger wieder und der muss doch irgendwie. Ich möchte aber jetzt nicht auch direkt schon, weißt du, 30 Sekunden nach dem Auspacken hier die Finger abreißen. Bin erstmal vor der Kamera wieder gepölt. Ich meine, die sind sehr biegsam. Ja, aber irgendwie bin ich zu blöd dafür. Dazu. So, geht's da dann drin? Ah, okay. Schaut mal. Ja, Mann. Cool. Hier ist kein Mikrofon. Der hat seinen Visor gerade so weit unten gehabt. Gut, und den dann hier rein, ne? Ja. So, damit haben wir den Test schon mal gemacht. Wie gesagt, mit den Beinen hier. Das finde ich alles ein bisschen komisch. Müssen wir gleich nochmal gucken. Die sind sehr wackelig. Und dann steht der gar nicht so cool. Aber das ist schon mal ganz geil, so, ne? Ja, das kann man machen. Irgendwie, was weiß ich, wie positionieren, muss ich gleich mal gucken. Das ist aber echt eine. So. Hier, Helm. Sieht toll aus. Ich mag die Farben halt auch total. Diese Kontraste halt, ne, das bockt sich sehr. Das ist schon nice. Hier auch wieder leicht gedamaged dann und so, ne? Wie gesagt, aber ja gerade schon. Da kannst du nicht viel machen. Da ist leider kein Gesicht drunter. Da den Visor kannst du bewegen. Ja, Kopf ja dann auch ein bisschen drehen und so weiter. Ach hier, das ist mal ein ganz anderes Brustschild halt so, ne? Also wie bei den anderen Mandos halt, finde ich. Dann auch hier mit diesen hellen Sachen drauf. Super. Arme hier, Scheibe drin und Kugel. Ja, kann er komplett drehen. Das ist auch schon mal sehr gut. Ja, die sind sehr schwerfähig, ne? Jetzt wollen wir mal hier gucken, diese Gauntlets hier. Da so drauf hat. Hier selbst auch, na, hier das Detail wieder. Ah, guck. Aber dieses Dreieck auf dem Handschuh, wo ich immer dachte, das wäre nur bei den Short-Troopern. Bei den Scarif-Troopern halt, ne? Hier auch. Jetzt mit dem Ellbogen hier. Oh, hast du immer Angst? Dass das, dass ich vor die Kamera auch. Nein. Dass du dem irgendwie was abbrichst halt oder so. Das ist auch cool, ne? So, bla 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 bla. Ja, dann haben wir hier wieder, ne, im oberen Hüftbereich hier, also unter der Rippen. Kann er sich wieder schön kreiseln. Kannst du ein wenigstens in Position bringen. Der Gürtel. Oh, der Gürtel ist geil. Der ist auch aus weichem Material. Ach, guck mal. Den kannst du noch ein bisschen runterhängen lassen oder so. Schieben. Ja, dann, gut, dann ist die Naht hier natürlich offen halt, ne? Das ist ja auch so ein Ding, aber. Das ist auch hier weiches. Ach, das gehört mit einem Gürtel dran. Okay. Haben wir ja hier den Holster. Ja, der sollte ja dann für die kleine Waffe ist natürlich ganz schön groß, der Holster. Aber cool, der ist auch so ein weich. Ist auch so ein Weichgummi. Das sind auch Sachen, die würden natürlich, wenn du als Kind früher mit gespielt hast, das wird natürlich schnell abreißen, glaube ich. Wer die auch versucht, den Gürtel abzukriegen und in einer anderen Figur umzutun halt, ne? Ja klar, du könntest ihn jetzt höher machen, aber ich finde das lieber so auf 4,5-8, ein bisschen tiefer muss schon sein. Ja, die Beine, was haben wir da? Da sind auch diese Pinne wieder drin, sieht man hier, so ein Knochen da mit Kugel dran. Ja, das kannst du hier den Oberschenkel bewegen. Ach, da ist es wieder. Ist das jetzt gang und gäbe, dass man die so einfach abbrechen kann oder dass die abfallen? Das ist ja rough. Also gut, ist ja nicht schlecht. Dann kann man für Customizing geil, ne? Ich wollte gerade sagen, dann hast du hier Oberschenkel, kannst hier oben noch ein Stück drehen. Knie. Oh, da ist nur eine Scheibe drin. Ja gut, da kannst du es dann hier mit bewegen halt, ne? Ja, ist ja auch nicht schlecht, sonst sieht das mal so verdreht aus. Hast hier diese zwei Oberschenkelpunkte, zack. Und ja, und hier Füße halt auch, ne? Eine Stiefel. Ja, geil auch hier, diese Knieschoner hier, die Details wieder, die Bemalung, super schön. Ups, und wieder vor die Kamera gehauen. Hier haben wir noch irgendeinen Stift drin. Vielleicht irgendeinen Sprengsatz oder so. Ich weiß es nicht. Sieht cool aus. So, und dann müssen wir noch hier zum Jetpack kommen halt, ne? Kann man das abmachen? Ja, kann man abmachen. Auch cool.
ja, simpel, aber ja, erfüllt seine Funktion, ne? Kannst du halt mit rumfliegen. Das ist auch krass, guck mal, der Pin selber, da sieht man hier noch die Kerbe, als wenn der nachträglich so reingebracht, vielleicht gibt es da ja noch einen Punkt, wo man doch eine Rakete abschießen kann. Wie ist das eigentlich bei dem Boba? Kann der jetzt, der im Karton ist, vielleicht, ist das dasselbe Jetpack? Ich glaube nicht, wenn, dann müsste der Mando schon eher so ein Jetpack haben, ne? Weil er sich das ja verdient hat oder so weiter. Aber ja, ey, der ist cool. Finde ich richtig gut. Macht Spaß. Ja, hier, wie gesagt, das Problem mit den Beinen. Ich finde die Gelenke hier. Stomp your feet. Dusch, 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 dusch. Das ist, irgendwie fühlt sich das alles ein bisschen locker an. Und, aber. Ja, guck mal, ich kann ihn so auch vernünftig hinstellen. Das ist schon mal geil. Ja. Dann würde ich sagen. Auf zum, ja, zum Schlusswort. I love toys. Ja, schönes Modell, schöne Figur, schönes Spielzeug auch, ne? Da kann man sich natürlich die Action des Mandelos kann man dann natürlich wieder erstklassig in Szene setzen mit. Ja, ich bin gespannt, ob noch ein paar vielleicht kommen. Ne, dieser Heavy Gunner da, dieser stabile, wo halt nicht Filoni, sondern, wie heißt denn der andere? Ich bin noch nie wach. Hier Favreau, John Favreau, der hat ja den, war ja auch im Kostüm da von diesem stabilen Deathwatch Mando. Ja, was ich auch noch gar nicht habe, ist im Offen, ich habe noch gar nicht die Schmiedin, weder in der Retro Collection noch in der Vintage Collection. Da halte ich jetzt mal noch in der freien Wildbahn natürlich noch mal ein Auge auf, oder auch beide lieber. Ich hoffe, dass die mir nochmal über den Weg laufen. Die muss ich dann einfach einsafen, weil ist halt schön. Irgendwann stellen wir die mal alle schön komplett so zusammen dann und so, ne? Und ja, steht halt noch ein bisschen wackelig, ne? Aber das liegt halt klar daran. Aber ich verstehe nicht, warum das Gewicht nach vorne ist. Aber der Brustkorb, der ist echt relativ schwer. Das liegt ja halt nicht an dem Jetpack halt, ne? Egal, ich habe ja auch Stands rumfliegen und so weiter. Und außerdem kann man den ja auch schön in Pose bringen und so weiter. Dann geht das schon an, ne? Ja, dann würde ich sagen, danke fürs Zugucken, hier wieder fürs Interesse. Da ist ja schön, dass jetzt die Reviews auch ein paar Leute mehr gucken. Weil hier wird nicht getrunken und so weiter. Gut, kein anderer Schabernack gemacht, sondern immer nur hier eine Figur gezeigt. Und das sind jetzt immer, glaube ich, so, sag ich mal, im Schnitt so knapp 100 Leute, die jetzt immer so hier Figuren-Reviews gucken. Danke dafür, dass ihr mir ja so richtig die Figuren haltet. Und ja, bleibt gesund. Habt einen schönen Tag, eine schöne Nacht, schönen Abend. Alles durcheinander gebracht hier, egal. Ich bin raus, Peace out, ne? Und Justice gesagt und Feierabend. Tschüss.